Und bei uns im Studio begrüße ich jetzt Professor Wolfgang Schröder. Er ist Politologe und Demokratieforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Willkommen. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, der hat sich gestern sehr besorgt geäußert. Er spricht von einer Radikalisierung und zunehmenden Gewaltbereitschaft bei Gegnern der Corona-Maßnahmen. Hat er recht? Ja, er hat recht. Wir beobachten das seit Längerem, dass sich hier ein Milieu gebildet hat, das unabhängig von allen äußeren Interventionen sich eigenständig entwickelt, radikalisiert, gewaltbereit ist und sehr gut vernetzt. Woher kommt das und woran machen Sie das fest? Man kann das festmachen an der Kommunikation in Telegram, man kann es festmachen an der Art und Weise, wie die Demonstrationen organisiert werden. Da haben wir übrigens eine Verschiebung. Anfangs waren es zentrale Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Frankfurt. Mittlerweile immer dezentraler, immer schwerer berechenbar. Sie sprechen selbst von Spaziergängen. Und man muss sehen, dieses Milieu ist sehr heterogen. Aber die Organisation dieses Milieus liegt mittlerweile sehr stark in den Händen der Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, der spricht sogar von Mordkomplotten, die er befürchtet. Wir haben ja sowas schon gesehen. Da gab es Drohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Befürchten Sie das auch, dass das zunimmt? Also das muss man sehr ernst nehmen. Wir haben das ja auch in der Flüchtlingskrise erlebt. Wir werden das jetzt wieder erleben, weil diese Bewegung ist ja komplett erfolglos bisher. Und diese Erfolglosigkeit kann dazu führen, dass es eine Hartnäckigkeit gibt, dass man sich selbst als der Letzte fühlt, der hier noch etwas wenden kann und der im Auftrag der anderen, die sich nur nicht trauen, den Widerstand organisiert. Und in dem Maße, in dem das Ganze immer erfolgloser wird, wird auch die Ausweglosigkeit größer. Und dann kann es zu Taten kommen, die eben auch Attentate, Mord, dass so eine Art Corona-Terrorismus-Entwicklung sich hier anbahnt. Das scheint mir sehr offensichtlich zu sein. Befürchten Sie, dass das jetzt noch zunimmt, diese Radikalisierung, wenn es jetzt wieder Kontaktbeschränkungen und vielleicht sogar bald eine Impfpflicht geben sollte? Das kommt darauf an, wie man das Ganze organisiert, weil man muss ja sehen, diese Bewegung auf der Straße ist sehr heterogen. Da sind eine Mehrheit, die diese Gewalt überhaupt nicht gutheißt, sondern die einfach verzweifelt und der Auffassung sind, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Die kann man gewinnen und da braucht man klare Ansagen, klare Anreize. Aber diejenigen, die sich hier im Sinne von Gewalt entwickelt haben, die wird man nicht gewinnen können. Die wird man höchstens dadurch beeindrucken, indem man die anderen wegzieht und dass die Impfquoten größer werden. Und wie kann das gelingen? Also die werden ja auch oft kritisiert, dass viele, die wollen auf die Straße gehen, weil sie sagen, wir sind eben nicht einverstanden und wir wollen auch keine Impfpflicht und wollen diesem Protest Ausdruck verleihen. Andererseits marschieren sie eben fast immer notgedrungen, sagen sie zumindest, an der Seite von Rechtsradikalen, die ja diese Proteste für sich benutzen. Na, wir haben eine Landkarte des Widerstandes und dann kann man auch feststellen, es sind bestimmte Regionen, in denen das besonders ausgeprägt ist und in diese Region muss man stärker rein und muss natürlich schauen. Wer muss da rein? Was muss man tun? Da muss die Politik rein, da müssen diejenigen Vernünftigen rein, die anschlussfähig sind. Also es ist zum Beispiel die organisierte Zivilgesellschaft, von Kirchen bis Fußballvereinen, von Feuerwehren bis zu Kulturtreibenden. Und da müssen diejenigen auch zum Sprecher werden, die vielleicht besser verstehen, was diese Menschen bewegt. Also nur von außen wird es nicht gehen, sondern es müssen schon Leute sein, die Autorität im Inneren genießen. Also ganz kurz, Sie halten auch diese Menschen durchaus noch für erreichbar? Also den radikalen Kern halte ich nicht für erreichbar, aber diejenigen, die mitlaufen, diejenigen, die nur empört sind, die halte ich für erreichbar. Sagt Professor Wolfgang Schröder. Vielen Dank. Ja, bitteschön.